Der Tag der Entscheidungen, Tag 2 bei der Krombacher Challenge. Herzlich willkommen zu Feuervogel TV. Ein ungleiches Duell im Spiel um Platz 3. Zweitligist Göttingen gegen die finanzstarken Bayern. Das David gegen Goliath-Spiel geht zunächst erwartungsgemäß los. Die Bayern setzen sich gleich ab. Göttingen hat Probleme ins Spiel zu kommen. Erst nach und nach läuft's besser. Bis zur Halbzeit kann die BG ausgleichen, zwischendrin sogar mal in Führung gehen. Die Bayern leisten sich Fehler, die ihren Trainer auf die Palme bringen. Aber da fühlt er sich ja eigentlich ganz wohl, hat man den Eindruck. Am Ende setzt sich der FC Bayern durch, auch wenn die Niedersachsen sie am Anfang des vierten Viertels nochmal ärgern und an der Überraschung schnuppern. Dafür reicht es dann aber doch nicht mehr. 95 zu 86 heißt es zum Schluss. Die Bayern also Dritter bei der Krombacher Challenge. Meine Damen und Herren, die Nationalhymne. Es geht ja schließlich um was. Sogar der Text stimmt, kennt man ja auch anders von irgendwelchen Popsternchen. Das Finale, Phoenixhagen gegen die Telekom Baskets Bonn. Wieder ist es ein gewisser Larry Gordon, der sein Team mitzieht. Nach 36 Punkten am ersten Tag steuert er heute 19 Punkte bei. Bonn zeigt zu Beginn, dass man nicht vorhat, den Sieg einfach so der Heimmannschaft herzuschenken. 15 zu 8 die Ansage, die Phoenix aber wechseln kann. Nicht zuletzt eine starke Defense als Basis sorgt dafür, dass sich das Spiel immer mehr in Richtung Hagen dreht. Nach der Pause spielt Phoenix dann wie im Rausch. Ein 15 zu 0 Run sorgt für Beinfreiheit. Ja. 64 zu 40 steht es zwischendrin. Das dritte Viertel geht mit 33 zu 9 an Hagen.
jetzt läuft es. Die Feuervögel bleiben auf Schiene und bringen das Spiel nach Hause. Auch der Nachwuchs im Team bekommt Minuten und punktet. 101-71 heißt es dann nach 40 Minuten. Phoenixhagen gewinnt damit vor den eigenen Fans die Krombacher Challenge. Ein schöner Erfolg auf dem Weg in die neue Saison der BKO BBL. Was ist das für ein Gefühl, hier in der Halle vor diesem Publikum zu spielen? Es ist ein tolles Gefühl, hier zu gewinnen. Und letztens, als ich noch hier mit Düsseldorf gespielt habe, vor 3 Jahren, war es sehr schwer gegen dieses Publikum. Jetzt freue ich mich, für dieses Publikum zu spielen. Wie zufrieden bist du? Ja, sehr zufrieden. Wir hätten nicht gedacht, dass wir so gegen Erste Gäste so früh in der Vorbereitung gewinnen können. In der zweiten Halbzeit haben wir viel intensiver gespielt als die. Und daher wäre es auch möglich. Und wir haben gut getroffen am Ende noch. Und daher war es gut heute. War eine super Stimmung heute, glaube ich. Für ein Vorbereitungsspiel oder Turnier war die Stimmung sehr gut. Die Fans haben sich schon mal eingesungen für die Saison. Wir haben, glaube ich, heute auch einen ganz guten Ball gespielt. Gegen die Bundesligamannschaft das erste Mal gespielt und überraschenderweise auch relativ hoch gewonnen, fand ich. Der Vertrag von Keith Ramsey läuft ja jetzt aus. Wie sieht das aus? Verlängert man oder weiß man da noch nicht? Das würden wir gleich diskutieren. Ja. Ich kann nicht mehr dazu sagen. Aber an sich, mit der Leistung bist du ganz zufrieden? Die Defensive Leistung auf jeden Fall. Kemp, der holt Rebounds auf der defensive Seite der Ball, sehr, sehr gut. Ja.